So, servus, grüß an alle und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Mega Baldas Pack. Und wie schon in der letzten Folge, das ist ein Campfire, gell? Ja. Wie schon in der letzten Folge gesagt, habe ich mir in der Zwischenzeit die Koordinaten vom Nether-Portal berechnet. Und wir gehen doch gleich mal rein in der Hoffnung, dass es nicht gleich ein Sturm an... Ja. Oh. Zip. Sollen wir? Ja. Ja, so viel... Zum Glück kann ich fliegen. Mensch, ist das laut. Was ist hier? Grentanium irgendwas? So, wo sind denn die restlichen? Ah, hier. So. Jedenfalls muss ich jetzt... Werde ich jetzt als erstes dieses Portal sicher abbauen. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie das Ganze funktioniert, ganz ehrlich gesagt. Ob ich das Portal abbauen muss oder nicht. Ob, wenn ich das andere Portal aufgebaut habe, es danach gelinkt ist, mit denen gleich. Ja, jedenfalls, wo sind wir denn hier? 938. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen. Sorry, aber jetzt habe ich da... Ja, das stimmt schon. Sorry. 138 in der Z-Koordinate und minus 12 in der X. Ach du liebe Güte. Das geht aber schnell. So, dann... Ups, 138. Da sind wir schon richtig, oder? Nein, in der müssen wir minus... Ja, in der müssen wir minus 12 in der X. Und die andere Z in... diese Richtung, oder? 9, also so rüber in dem Fall. Ach du liebe Güte. Wieso geht das so lange? Ah, jetzt. So, dann bam bam bam. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Das geht ja noch länger. Minus 12. Machen wir uns mit der X-Koordinate zuerst mal auf minus 12, in der Hoffnung, dass hier jetzt gleich mal... Die nehmen wir natürlich mit. Was ist das? Keine Ahnung. Und das Silber. Na, Silber brauchen wir nicht. In der Hoffnung, dass wir hier jetzt doch gleich einmal wieder auf mehr Nether-Rack kommen. Weil dann geht das Ganze viel schneller. Glowstone Dust. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Ich kann ja fliegen. Eigentlich. So. Flint brauche ich nicht. Wo sind wir denn schon? Kann man hier vielleicht irgendwie... Es ist viel, viel, viel effektiver, wenn ich mir hier da bei dem Teil vorbeibaue. Lead. Oh. Genau das ist das, was ich wollte. Und wenn wir schon hier sind, nehmen wir das natürlich auch mit. So. Hier noch was und hier noch was und
hier noch was und hier noch was. Gut, dann eben nicht. Was haben wir denn hier noch? Kobalt. Silber. Eigentlich hätten wir hier... Achso, der hat jetzt den komischen Pinguin, glaube ich, gerade gekillt in dem Fall. Wenn wir schon hier sind, Quarz brauche ich immer. So, minus 12 haben wir gesagt. Das ist ja voll super. Schauen wir mal. 138. Nehmen wir die doch gerade auch noch mit. So Magma-Cream-Dinger braucht man zwar nicht so oft, glaube ich. Aber wir haben vielleicht Glück. Ja, wir haben Glück, wir kommen hier rein. Das ist sogar ganz super. Weil dann kann ich... Ach, das wäre voll super. So. Da machen wir uns nämlich hier einen kleinen Gang. Minus 12 haben wir gesagt. Das machen wir dann irgendwann noch schöner, definitiv. Und hier minus 12 und plus. Also wenn wir jetzt noch Glück haben und es ungefähr 30 Blöcke hier reingeht. Ich weiß natürlich nicht, wie genau das Ganze ist. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier... was gehen wir hier auf? Das... Netherrack. Ey, bleib da. So. Ja, du kannst dich hier, der will voll fressen in dem Fall. Hier, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. So, die beiden kann er auch noch nehmen. Das andere werfen wir dann weg. So, wo ist sie? Wo ist sie? Hallo, da. Gut. Dann das hier weg und das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und das hier rauf. Das. So. Jetzt ist die Frage, wie genau muss das sein? Weil mit dem Synchronisieren bin ich schon genug weg, dass es direkt bei mir rauf geht, oder habe ich da das Problem wegen dem Overworld? Ich glaube, wir probieren es zuerst mal hier aus, weil es wäre schon geil, wenn wir einfach hier starten könnten. Ja, so. Wie schon gesagt, im Stream haben wir das vielleicht dann machen. Ein bisschen schöner. So. Dann bauen wir mal. 1, 2, 3. Moment. Geht das schon in der Version? Moment einmal. Ich habe ja genauso viel mit, wie ich mitnehmen sollte, oder? Ja, das kommt davon. Das kommt davon. Ja, ich hätte doch das andere Portal noch komplett abbauen sollten. Ich weiß, ich wusste noch, ich hatte was im Hinterkopf. Aber ich wusste nicht mehr, wieso. Jetzt weiß ich's wieder. Und die Gaszieher, die können wir danach auch noch... machen wir die hier so. So. Da
Dann haben wir hier quasi eine kleine Abflugrampe. Das Ganze hier können wir dann definitiv zubauen. So, aber zuerst schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert oder ob das doch nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Wo komme ich raus? Oh nein. Wo bin ich denn da? Gut, das funktioniert ja mal schon gar nicht. Und vor allem haben wir zurzeit Blutmond. Ja. Das könnte ein Problem werden, oder? Das könnte jetzt definitiv zum Problem werden. Das wird zum Problem. Bis ich das wieder abgebaut habe, vergehen Jahre. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Von der Höhe her war ich eigentlich. Ach so, ich war zu hoch. Das möchte doch nichts ausmachen, oder schon? Okay, in dem Fall machen wir es genauso, wie es sein sollte. Minus 12, 138. Und mit den 64 weiß ich nicht, ob das wurscht ist, ob wir jetzt hier auf 74 sind oder nicht. Aber wir werden es rausfinden. Ach, Kacke. Okay, 12. Wir können natürlich eins probieren, wir buddeln uns danach einfach drunter, weil, ah cool, hier haben wir noch ein paar Tränen, die nehmen wir auch mit und jetzt sind wir genau auf den Koordinaten. Was passiert, wenn ich mich hier runter baue? Zu spät. Ich muss unbedingt was essen. Oh. Aber ja, das wäre doch auch eine Idee. Das wäre doch auch eine Idee. Moment einmal hier. Dann muss das Ganze 102. Nein, 138. Okay, 12. Das hier ist minus 12. So, dann hier rüber. Ja, genau. 4, 5, 6, 7, 8. Hier. Hier. Was ist, wenn ich jetzt hier Richtung da? Nein, stopp. Hier Richtung da. Wow. Okay. Wir machen das nicht hängend hier. Wir bauen hier eine kleine Base quasi. So. Dann haben wir hier minus 12 und nein, schon wieder minus 13. Hä? Hä? Okay, das hier ist minus 12. Hier, von hier starten wir.
Dann machen wir hier das weg. So. Das könnte eben ein Problem werden. So, wir haben doch hier härteres Material hier. Gut. Das bedeutet, zuerst mal hier ein bisschen Platz machen. Einmal, zweimal, dreimal. So eine kleine Plattform. Gut. Na, hoffentlich wird das funktionieren. Also wir sind jetzt bei minus 14, minus 12. Also hier fangen wir an. Und alles andere gilt nicht. Und zwar fangen wir hier mit den zwei an, weil ich habe hier genau den genommen. 3. 1, 2. Und dann hier noch weg. Und wenn die nicht synchron sind, wenn die nicht synchron sind. 1, 2, 1, 2, 3. Ich habe nicht etwa Obsidian verloren. Hä? Wieso habe ich Obsidian verloren? Ach nee, wirklich? Und wie komme ich jetzt nach oben? So, New Portal Home Safe. Wir machen es uns jetzt anders. Teleport zu dem Portal. So, jetzt wird das schnell abgebaut. Weil eigentlich macht es voll keinen Sinn, ob ich jetzt schnell wieder rüberfliege und wieder zurückfliege. Und wenn wir uns porteln können, dann porteln wir uns. Das ist ja doof, da die ganze Zeit rüber zu fliegen. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir so. Ja, Home. So, Obsidian, 4 Stück, 1, 2, 3 und einmal Fire, Fire in the Hole. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schnell das Schwert raus, Augen zu und... Ja, ich bin zu Hause. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich hier reingehe? Ich bin da, wo ich sein wollte. Es funktioniert. Juhu. Ja, dann haben wir das auch einmal erledigt. Dann haben wir das auch endlich mal erledigt. Wurde auch langsam Zeit. So kann ich schneller in den Nether. Die Portale sind synchron. Dann kann man hier noch ein bisschen wegtun von dieser Wand. So und so. Dann haben wir hier noch einmal und zweimal. Nein, einmal, das kann man lassen. Hier haben wir zwei. So. So, dann kann man hier mal eine kleine Plattform. Genau. So. Und so. Das schaut doch schon super aus. Das können wir rausnehmen. Den kann man rausnehmen. Weg und weg und weg. Wieso muss ich das immer so schön bauen? Das ist so ein... Hm,
So, jetzt haben wir hier noch zwei, die unbedingt noch weg müssen. Und dann gehen wir schnell auf Gastjagd. Das bedeutet, hier geht's dann runter. Und kann man so einen kleinen Abstieg. Allerdings funktioniert es natürlich nur dann, wenn man wirklich fliegen kann. Ups, Schaufel war irgendwie falsch. Ein bisschen Netherquarz. Darf auch mal sein. Und hier haben wir noch mehr. Und dann gehen wir mal schauen, wo der Gas herkommt. So. Ups, das war falsch. Wo bist denn du? Ah, da drüben ist er. Ah, wow. Hui. Einmal. Und zweimal. Und ui. Dreimal. Dann haben wir solche auch schon. Und wir können hier, sollten wir eigentlich noch mal zur Orientierung was hintun, damit wir die Einflugschneise immer wieder finden. Wo ist denn das jetzt? Nehmen wir mir hier schnell was mit. Weil dann können wir hier so einen Pfeil oder sowas in der Art. Weg. Super. Und das war's dann eh schon wieder für diese Folge, habe ich so die Vermutung. Nächstes Mal werden wir hier ein bisschen noch. Was sind das für Bäume? Bäume. Hier. Ach. Hier. Hier. Nächstes Mal werden wir noch schnell ein paar Souls einsammeln. So, ich werde hier einfach nur so einen kleinen Leuchtstift nach unten bauen, damit ich weiß, okay, hier rein. Und am besten ist es auch noch, wenn wir hier einen kleinen Leuchtstift nach unten machen, damit man sieht, hier geht's nach unten. Ich glaube, das ist jetzt einmalig, oder? Was ist denn das eigentlich alles? Kann man den einfach so mitnehmen? Oder wird das ein normaler Gras, Gla, Glas? Grasblock daraus. Ach nee, wo ist denn der schon wieder? Ah, da. Ah, gängig. Ah, schaut an. Was bist denn du für ein Pingo? Ein komischer jedenfalls. Darauf kann ich jedenfalls nicht so schnell laufen. Der Pingo mag mich auch nicht. Wenn wir gerade hier sind, nehmen wir noch ein bisschen mit. Kann man immer gebrauchen. So. Gastträne, lass. Was bist du? Ein Phantom. Oh, das ist. Das ging ja einfach.
Das ist die Frage. Wir sind jetzt noch in 5 Minuten, mache ich jetzt noch in der Aufnahme, weil bis jetzt ist ja eh nicht viel passiert. Wo haben wir es denn? Psst, Boom, Spider, Witches, Zombies complete, Ghast complete, Blaze, okay. Und Flame Penguin complete. Ach, das war. Killt total oft. Ach, ich glaube, das ist der Unterschied. 2. 15. Nee, die hole ich mir nicht. Da warte ich noch. Also nochmal 5 auf gut Deutsch gesagt. Was bist denn du? Du bist ein Mini-Zombie. Oh, viel Spaß. Wo sind denn hier welche? Was ist denn das wieder für ein Baum? Noch nie gehört. Noch nie gehört. Nehmen wir natürlich gleich mit. Wenn man den jetzt fällt, bekommt man hier auch Saplings oder nicht? Also geht das gar nicht wieder. Saplings, juhu, kein Speicher, kein Platz mehr. Ach. So, stopp. Das rein, das, 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 da, brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Wo ist mein Questbook hier? Das und das. Und das brauchen wir zurzeit auch nicht. Super. Und wieder mitnehmen. Da unten sind ein paar. Okay, das haben wir auch erledigt. Ach nee. Hier wäre ganz viel Soul Sand, aber ich glaube, die sind noch angry auf mich. Kann das sein? Weil ich brauche ja genau 16 Stück und vielleicht wäre es auch noch praktisch, wenn ich sonst noch ein bisschen dabei hätte. Wir werden es gleich herausfinden, ob die noch angry sind oder ob das vorbei ist. Die sind es jedenfalls nicht. Aber hier nochmal so ein Phantom. Wow. Das macht. Wow. Ganz komisch. Ganz komisch. Ich habe keine Ahnung, was das Phantom macht. Es klingt jedenfalls. Oh. Ist immer noch da. Es klingt jedenfalls. Buh. Naja, so viel spezielle. Da ist ja noch mal eins. In dem Fall alles klar. Da gibt's Schaden. Wir sollten noch was essen, aber da nehme ich keine Pizza, sondern vielleicht so eine kleine Rainbow Curry. Und jetzt noch ein bisschen hier. Da machen wir noch ein Ding drauf. Ein Checkpoint, dass hier das Soul Sand ist. Ups. Ich brauche mal eine neue Maus, die nicht immer mit dem Drähtchen dreht. So. Irgendwie gefällt es mir hier. Einfach. Was ist denn das schon wieder? Stopp. Was ist das? Ach so, das ist. Hä? Was bist du? Stopp. Wo bist du? Da.
Hallo? Hallo? Ah ja, weg geht's er. Gut. Dann hier noch schnell. Machen wir es hier auf dem Baum. Hier. New Soul Sand. Safe. Dann können wir hier. Na, die lassen wir drin. Teleportieren uns. Ja. Es funktioniert und gehe nach draußen. Und dann würde ich sagen, ist auch diese Folge wieder am Ende. Wir holen uns jetzt nur noch schnell das Ganze aus den Loot Packs, beziehungsweise schauen uns an, was wir noch alles bekommen können. Stopp. Hä? Liegt da draußen? Ach so, der triggert immer den komischen Zeugs da. Ich weiß schon, die Seele möchte ich auch gern wissen, was das ist. Die lässt sich jedenfalls nicht stacken. Da haben wir noch den Reward. Das traue ich mich gar nicht zu essen. Ich weiß schon, was da triggert. Das sind die Seeds da draußen. Wo ist sie denn? Hä? Wieso ist sie jetzt wieder drin? Wo ist sie? Hallo? Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, genau. Danke. Und klack. Gut, schauen wir mal, was da drin ist. Papier. Und Enderlily, das ist super. Musik, die ist, interessiert mich nicht. Seeds, interessiert mich nicht. Enderpearl Dust, naja. Ein bisschen Papier und das war's. Okay, was haben wir hier noch? Emeralds und. Ach, der Market. Pam's Market. Der ist ganz praktisch, wenn man denn. Da mal hier neben dem Komposter. So, wo haben wir hier? Hier kann man nämlich alles Mögliche. Scharf. Sind hier nur die Pams-Dinge drin oder Jungle, Akazie? Das sind, glaube ich, nur die Pam und natürlich die Seeds und die ganzen Seeds und die ganzen Seeds. Was waren das für Seeds? Und Seeds und Seeds. Mushroom. Ja, hier kann man nämlich sämtliche Seeds, die man irgendwie benötigt, kaufen. Inklusive gewisse Sachen zum Farmen. So, jetzt schauen wir aber zuerst mal nach, was wir im Questbook noch können. Und zwar. Ach, der fängt immer wieder von vorne an zu zählen. Deswegen kann das sein. Das finde ich komisch. Completed. Unclaimed. Aber, gut, ach so. Ja, das hier. Geht ja noch weiter. Das bedeutet, da ist irgendwie so, dass der Zähler spinnt. In dem Fall. Da spinnt der Zähler, der fängt immer von Neuem an. Aha. So, complete. Complete. Das ist klar. Hier haben wir nichts mehr. Instant Cooldown. Verstehe ich das Ganze nicht. One question uncomplete. Naja, gehen wir jetzt erstmal ins Travel. Da haben wir den Nether Claim. Killen, da sollte noch irgendeiner sein. Hallo, da sollte noch irgendeiner sein. Den
der noch nicht. Komplett. Da. Ach so, hier muss ich auch noch picken. Okay. Gut, dann öffnen wir die Dinge noch und okay, Obsidian, Horst, Gisli, Gisli, Grizzly. So, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Emeralds, Pumpkins nicht. Die lassen wir da. Das Flint and Steel, da schauen wir danach noch, was es sein sollte. Obsidian, die Enderlilies werden wir noch setzen. Und das andere Zeugs versorge ich dann im Off. Jetzt habe ich da langsam ein Problem. Wobei so gut wachsen die eh nicht, solange wir noch nicht im Ding waren. Da, weg. So, wir haben da noch ein. Was ist denn das? Love. The Pure Love Block. Und was macht der? Hä? Für was sind die gut? Für nichts. Ich werde es herausfinden. Die Frage ist die Musikdisks. Naja, die lassen wir mal da. Wer weiß, was später noch irgendwas kommen würde. Und für was ist jetzt das hier gut? Gut. Enderporter. Was macht denn der? Ich habe Angst. Enderporter. Unbreaking. Portiert er mich zu irgendeinem Ende oder portiert er mich ins End? Das wäre aber schräg. Das muss ich dann ausprobieren. Ich habe von dem Teil sowas von Schiss. Wieso bekommt man sowas überhaupt in einem Lootbag oder so? Was wir auch noch tun müssen, ist die ganzen Cubes. Eindeutig. Ich glaube, da gehen wir mal. Hier habe ich eh so komische Waypoints. Insel in der Luft, Piratenschiff klein, Portal falsch. Schloss. Wo ist denn das? Hier habe ich gestorben. Hier sind Bismarck, Piratenschiff, Portal falsch, genau. Was? Ach, das ist das komische Zeugs mit dem Feuerwerk. Ja, genau. Homebase und ich glaube, das Schloss müsste doch da irgendwo sein. Naja, jedenfalls werden wir. Würde ich sagen, wir werden uns da einen Platz suchen, nehmen die ganzen Cubes mit und schauen, was passiert. Ich werde jetzt noch die ganzen Dinger hier aufräumen. Die sind, glaube ich, eh leer. Hier habe ich auch noch ein bisschen Sachen dabei. Und würde sagen, das war's wieder von. Oh, ich habe noch ein Loopback. Moment, den öffnen wir zuerst. Ach, die hätte ich immer dabei. Ja. Naja, geht auch. Gut, in dem Fall, habt's noch fein. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao und bye bye.